So langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich mehr Geld von dir bekommen sollte. Ich will weitere 100 Gulden. Diesen Satz werden wir noch oft hören. In Ordnung, du bist es wert. Das will ich meinen. Dann also weiter. Obwohl er bis jetzt absolut nichts gemacht hat. Ach Gott. Jetzt kommt erst das. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Hab mich schon gewundert. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Hab mich schon gewundert, weil der hat dieses Gelaber irgendwie verpasst, dieses Hey du komm mal her. Und da hab ich mich schon gewundert, aber jetzt kommt's im Nachhinein, das ist toll. So, hier haben wir den letzten, der guckt mich sogar an. Hey du, Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen ist nur eine gut gemeinte Warnung. Okay. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Gib mir erstmal deinen Geldbeutel. Danke. Bist du hier der Anführer? Sehe ich so aus? Bestimmt nicht. Wir brauchen keine Wichtigtuer, die uns rumkommandieren. Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen, haben wir ihn mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten. Es gab eine Keilerei. Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen. Hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet. Hast du schon einen Drachen gesehen? Bisher noch nicht, aber die Biester können sich ja nicht ewig verstecken. Wir speichern hier erstmal. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier wieder Streit anfangen kann, mit dem ich mir das Spiel verbaue, so wie vorhin. Und hey, Biff, bitte frag nicht dauernd nach Geld, ne? Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir einen guten Rat geben und der ist sogar ganz umsonst. Wir können hier niemanden gebrauchen, der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt. Geh nach Hause. Das ist eine Sache für ganze Kerle. Geht mir so auf den Sack. Ihr wollt also Drachen töten? Klugscheißer. Weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Meinst du, das Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst? Irgendwas braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen. Verstehe. Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erstmal auskundschaften, wo wir die Viecher finden. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen. Ich glaube, ihr findet nicht mal ein blindes Schaf. Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse einschlagen. Ja, endlich mal. Wow, was habe ich eine Reichweite mit dem Orkschlechter? Ach komm, verzieh dich. Na, wenigstens habe ich noch kein Leben gegen den anderen Typen verloren, denn den habe ich ja diesmal nicht bekämpft. Der läuft erstmal seitwärts, das ist ein total kluger Move. Vor allem, weil das absolut nicht blockt. So, der gibt mir sogar weniger Erfahrung als der andere. 240 statt 300. Und der gibt mir eine nette kleine Armbrust. Wow. Aber ich kann nicht ich bin nicht gut mit der Armbrust. Die macht zwar eindeutig mehr Schaden, aber ich bin nicht gut mit der Armbrust. Mist. Aber okay. Dann habe ich halt nur 10% Trefferwahrscheinlichkeit. Ah, wartet mal. Ich kann ja noch bei irgendjemand kann ich noch kämpfen lernen. So, was sagst du jetzt, Kurgan? Darüber reden wir noch. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Wenn ich es mir jetzt wieder verhauen habe. Okay, er redet gar nicht mehr mit mir. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. So, Hokon war das. Der kann mir jetzt noch kurz ein bisschen Kämpfen beibringen. Dann brauchen wir nur noch 2 Level-Ups. Dann haben wir es auf Meister. Lass uns mit dem Training beginnen. Danke. Das wäre alles, was ich fürs Erste wissen will. 50% haben wir jetzt. 2 Level-Ups, wie gesagt, dann haben wir das auf Meister. Das wird auch Zeit. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht doch noch irgendwie Armbrust lernen oder so. Jetzt habe ich zumindest eine ganz nette Armbrust hier auf dem Rücken. Ich lasse aber erstmal noch den Kompositbogen ausgerüstet, bis ich die Armbrust mal brauche. Ich treffe halt wahrscheinlich jetzt mit der Armbrust erstmal gar nichts, weil ich bin auf Anfänger. Jetzt habe ich ja eine gute Armbrust gefunden. Damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Aber okay. Gut, mein erstes Ziel sind diese 2 Jäger, die ich damals da getroffen habe. Talbin und der andere Typ, weil da ist was Schlimmes passiert, das seit diesem Kapitel jetzt aufgetreten ist. Allgemein ist jetzt einiges passiert, worum ich mich jetzt genau kümmern muss. Also ja, sollte ich mal drüber nachdenken, was genau ich da jetzt genau suche. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr so genau. Also muss ich erstmal genau nachgucken. Oh, hier liegt Unkraut. Wieso ist hier Unkraut? Wieso habe ich auch kein Unkraut mitgenommen? Ey, Biff, wenn du jetzt schon Geld willst, na, ich hau dich. Ja, irgendwie. Der will nämlich dauernd Geld, bevor er überhaupt mal für mich kämpft, der Arsch. Ich sollte ihm echt einfach die Hälfte von der Kohle geben. So, da haben wir schon mal 2 Drachensnapper. Ich hoffe, die kriegst du hin, Biff.
Ich baue jetzt auf deine Hilfe, weil... Ja gut, ich schaff's auch alleine. Komm her, Biff. Wir machen jetzt hier Drachensnapper platt. Da kommt schon der Erste. Hallo. Ja gut, danke, Biff. Du bist eine große Hilfe. Da ist noch einer. Herrgott nochmal, Biff. Danke für deine Hilfe. Das wird sich jetzt die nächsten paar tausend Parts so lang ziehen. Da ist ein Ork, der mich gesehen hat. Hey, Biff. Wach auf. Holy crap. Der arme Ork. Wohin mit dem Ork? Wohin, wen muss ich angreifen? Ich bin ein dummer Ork und habe keine Ahnung, was ich tun soll. Dummer Ork, ey. So. Dann suchen wir jetzt... Ja, dann besuchen wir jetzt die Jäger. Mir ist das jetzt schon zu blöd. Oh. War nicht schon vorher da? Das ist ein Ork-Schamane. Gut, das ist eigentlich geschenkte Erfahrungspunkte für mich. Hier sind nämlich nur... Oh. Biff hat auch mal bemerkt, dass wir Gegner haben. Das ist nett. Wow. Biff, da ist noch einer. Dämlicher Blindfisch. Schlag doch zu, Biff. Nicht zurückweichen. Das ist ein Warg und kein... Ach, Dankeschön. Mein Gott. Ist auch mal was gekillt, hä? Du bist gleich wieder mega stolz auf dich und willst Kohle, wie blöd. Schnappen wir uns erstmal den Ork da hinten. Hey, Orki. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Die haben mich sofort bemerkt. Biff! Biff, hör auf, mit mir herzuspazieren. Jetzt mehr ist genug Gegner, sollte selbst du bemerken. Boah. Ha. So, das sah doch gut aus. Das hat doch toll funktioniert. Ja, irgendwo da hinten ist auf jeden Fall noch die Mine, aber da gehe ich jetzt nicht extra hin. Ich gehe jetzt erstmal zu diesen beiden Jägern, die ich da meine. Da werde ich dann sehr bald auch, eigentlich ist nur noch ein Jäger hier. Kann ich gleich mal sagen. Aber da werde ich auch sehr bald auf zum anderen müssen. Ich erkläre das jetzt lieber mal nicht, ne? Das verwirrt euch nur. Wir gehen jetzt hier durchs Wasser und dann kommen wir bei dem einen Typen raus. Und der andere ist gar nicht mehr da. Warum ist der nicht da? Okay, eigentlich müsstet ihr es ja wissen, weil wie gesagt, ich spoilere euch ja nicht, wenn ich Nacht des Raben, weil ich ja Nacht des Raben schon Let's Played habe. Biff, du bist ein Idiot. Oh, egal. Mach weiter damit. Tschüss. Der kommt schon wieder, keine Sorge. Er hat sie halt einfach nicht alle, aber das kann passieren. Das ist mir auch egal. Okay, hier sind noch Lurker. Ich bin der beste Schütze auf der Welt. Oh, Herrgott, nochmal. Auf die Entfernung triffst du aber, oder? Guck mal, selbst das Vieh hat dich bemerkt, du Depp. Endlich. Oh, Biff ist da. Hallo, Biff. Er kommt einfach mal von der anderen Richtung. Wow, nicht schlecht. Muss er sich in den Trank reinhauen. Ah, oh, ist eine Verschwendung. Du hättest dich jetzt echt nicht heilen brauchen. Wir gehen jetzt eh demnächst in die Burg und dann, ja, gehen wir zum ersten Drachen. Also den ersten Drachen kriegen wir heute noch fertig. Seht ihr? Hier ist noch einer. Engrom fehlt. Talbin ist hier. Naja, den müssen wir ja, glaube ich, eskortieren noch. Ich weiß aber nicht, ob wir ihn jetzt schon eskortieren müssen oder später. Oder wie das ist. Was kannst du mir beibringen? Da muss ich dich enttäuschen. Naja, immer noch bitte für den Käse. Hast du jemanden vorbeikommen sehen? Was ist das für eine Frage? Ja, hier sind in letzter Zeit ganz schräge Vögel am Werk. Sie rennen in aufgemotzten Rüstungen rum und machen auf wichtig. Ja, okay. Was wollten die schrägen Vögel hier? Sie fragten mich nach Proviant und Ausrüstung. Mann, ich habe selbst kaum was. Erzählten was von Drachentöten und so'n Zeug. Wer weiß, wo die Jungs herkommen, aber besonders vertrauenserweckend sahen sie nicht aus. Bist du momentan allein hier? Ja, mein Kumpel Engrom hat sich vom Acker gemacht. Gestern noch meinte er hätte eine Vision. Jemand soll ganz leise zu ihm gesprochen haben. Oh je. Ich habe gar nichts gehört. Ich dachte noch so bei mir, der spinnt wohl. Und dann war er auf einmal verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wohin. Wenn du Engrom irgendwo sehen solltest, dann sag ihm mal, dass er mir noch eine Lurkerhaut schuldet, der Mistkerl. Ich hatte eher den Eindruck, dass er gar nicht mehr von ihr weg wollte, bis die Orks wieder abgezogen sind. Ich sag ja, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Tja, gut, aber den finden wir bald, keine Sorge. Der ist Futter für die Ratten, er ist gar nicht so weit weg eigentlich. Kann man hier runter, ohne sich weh zu tun? Ich glaube schon. Tja, außer Biff, der legt sich wahrscheinlich erstmal ordentlich auf die Fresse, wenn ich das probiere. Oder Biff. Probieren wir es doch einfach. Autsch.
Ich befremde erstmal da in dem Kreis. Engrom liegt nämlich hier bei Markus und so rum, aber ich muss da ja eh nachher noch hin, also kann ich das jetzt auch anders machen. Ich teleportiere mich erstmal in die Burg, da ich eh gleich zu Markus und so muss, kann ich das dann so machen. Ich hoffe irgendwie, dass ich nur Biff mitbekomme irgendwie, dass es irgendwie klappt. Ich muss erstmal meine ganzen Teleporter-Runen deaktivieren. Ja, ich brauche jetzt nur noch Burg und Pass in Minental. Erstmal Burg. So, jetzt gehen wir gleich mal zur Burg. Biff kann da nicht rein, aber ich... Was Tolles. Und jetzt sind wir in der Burg. Jetzt alles gut. Da macht irgendjemand Kling und zieht sein Schwert und übt ein bisschen. So, es gibt einiges, was Neues hier passiert ist. Nicht nur bei diesen Jägern hier. Nein, auch hier sieht einiges anders aus. Da haben wir zum Beispiel mal Uda. Ich glaube, der hat mir was zu sagen. Gut, dass du kommst. Hier ist die Hölle los. Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Wart ihr hier oben nicht zwei Wachposten? Jetzt nicht mehr. Sengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Sengrad wurde davon wach und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und kam seither nicht wieder. Innos, steh uns bei. Das klingt nicht so toll. Aber dein Geldbeutel, den nehme ich jetzt mal mit. Danke. 200 Erfahrung dafür, wow. So, also Sengrad ist verschwunden, den müssen wir nachher noch suchen. Dann haben wir hier als nächstes Tandor immer noch. Ich glaube, bei dem gibt's nichts Neues, oder? Hast du Neuigkeiten? Dass ihr Drachenjäger hierher gekommen seid, ist das Einzige, was in letzter Zeit passiert ist. Okay. Ja gut. Es wirkt nicht mal so abfällig, wie ich erwartet habe. Dann haben wir hier Kerolot. Ach ja, der Kerolot, der hat ein bisschen Ärger hier. Der ist ein bisschen wütend. Oder Kerolot? Aber ich klaue erstmal deinen Geldbeutel, weil ich cool bin. Du machst so ein langes Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du, wie ein Luchs, sag ich dir. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Welches Pack? Ihr lumpigen Drachenjäger natürlich. Wer sonst? Aufpassen musst du, sag ich dir. Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben mir 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Mein Gott, ja. Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Ja gut, wir können ihm da helfen, weil er ist ein Idiot. Moment, wo war der? Der war hier irgendwo. Ja, da liegt er doch. Hier liegt er. Kerolots Lederbeutel. So Vollpfosten. Guck mal, 10 Meter weit. Guck mal, da, du bist ein... Egal, wir reden erst noch mit dem Typen, der hier trainiert. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch auch vielleicht da drin aus Gothic 2 Nacht des Raben. Da gab es ein bisschen Gekloppe zwischen den beiden und dann sind alle im Kreis gerannt. Das war lustig. Was machst du hier? Ich bereite mich auf einen Kampf vor. Was sonst? Das ist eine schlimme Sache. Gegen wen willst du kämpfen? Ich dachte mir, ich schau mal bei den Paladinen vorbei und trete ihnen in ihre fetten Ärsche. Gute Idee. Idiot, gegen die Drachen natürlich. Was hast du denn gedacht? Hast du einiges gehört? Haben die Paladine nichts dagegen, dass du hier bist? Blödsinn. Die haben ganz andere Probleme. Die meisten sind froh, dass sie noch leben. Mit der Moral der Jungs steht es nicht zum Besten. Das wird noch ihr Untergang sein. Ich meine, schau dir doch mal die schartigen Klingen an, mit denen sie in die Schlacht ziehen wollen. Jeder vernünftige Krieger würde dadurch sofort desertieren. Hast du die von deiner Gruppe getrennt? Meine Gruppe? Ich habe keine Gruppe. Ich bin Trophäensammler. Wenn ich ohne Trophäe wieder nach Hause gehe, dann weiß ich nicht, wofür ich hierher gekommen bin. Da kann ich keinen anderen gebrauchen. Hast du schon einen Drachen zu Gesicht bekommen? Nein. Bevor ich losziehe, werde ich erst meine Waffen auf Vordermann bringen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Hast du keine Angst, dass dir jemand zuvorkommt? Was? Wer denn? Silvio! Dein Boss glaubt wirklich, er kann hier absahnen, was? Ich gehöre nicht zu Silvios Leuten. Ich arbeite allein. Oh, na schön. Da will ich nichts gesagt haben. Ja, nur mein Glück gehabt. Hast du dir die traurigen Gestalten schon mal angeguckt, die er dabei hat? Silvio kann froh sein, wenn er hier wieder lebend rauskommt. Ich hab mir das schon gedacht. Silvio war hier? Hier in der Burg, meinst du? Ja, war er. Aber nur kurz. Hat ein paar Takte mit den Leuten hier gesprochen und ist dann wieder losgezogen. Wo ist Silvio jetzt?
Die Paladine hier erzählten etwas von einem Drachen aus Eis im Westen. Er soll der gefährlichste und mächtigste von allen sein. Da hättest du mal Silvios glänzende Augen sehen sollen, als er das hörte. Jetzt darfst du raten, wo er hingegangen ist. Tja. Du scheinst ihn nicht zu mögen. Was heißt mögen? Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, ihn zu kennen. Silvio hat keine Freunde. Er braucht Leute, die ihm bedingungslos folgen. Das ist nichts für mich. Ich arbeite allein. Na gut, da speichere ich erstmal vorher, bevor ich das da frage. Ich weiß nämlich nicht genau, was da passieren könnte. Hey, warte, noch nicht deine Waffe ziehen. Kannst du mir helfen, meine Waffen zu verbessern? Verbessern? Kauf dir lieber etwas Neues und wirf den Ramsch weg, den du da mit dir herumschleppst. Hey. Vielleicht habe ich da etwas für dich. Interessiert? Soweit ich weiß, hat er die Schlachtaxt oder so. Schauen wir mal. Was kannst du mir verkaufen? Ich schätze, ich habe das, was du willst, Kollege. Ich kann dir auch erstmal meinen Schrott verkaufen. Das hier ist die Folteraxt, so heißt sie. 6565 ist, glaube ich, genau gleich wie das Berserkerwort. Ist die beste Einhandwaffe damit, ohne dass man sie selber schmieden muss oder so. Da ist der Ork schlechter, okay. Berserkerwort Ork schlechter. Das braucht 70, ist aber ein Kriegshammer. Ist also nützlich gegen Golems. Und ja, die Folteraxt sieht recht lustig aus, finde ich. So cool wie, der Ork schlechter, ne? Aber ich habe ja schon eine Waffe, die genauso gut ist. Also, ich kaufe die einfach mal und zeig sie euch. Aber das war dann auch schon alles, weil ich werde die nicht behalten. Das ist ziemliche Geldverschwendung, wenn man schon sowas ähnlich Gutes hat. Die Lederbeutel brauche ich. Silberne Ring, den kannst du haben. Ansonsten habe ich auch nicht so... Okay, ich habe ja noch Zähne. Lurker und Lurkerklaue Krallen. Okay, das war's schon. Dann speichern wir hier mal. Und ich kaufe da mal einfach diese Folteraxt, dass ihr die sehen könnt. Warte mal, nicht deine Waffe ziehen. Oder was auch immer du vorhast. Hier, Folteraxt. Upsa. Das hier ist also mein Ork-Schlechter. Der ist ja, den kennt ihr ja schon. Sieht halt so aus. Und dann haben wir da noch die Folteraxt. Ups. Sieht auch lustig aus, finde ich. Ist eine sehr lustige Waffe. Sieht irgendwie echt witzig aus. Schlagen wir einfach mal. Alle rasten aus! Okay, alle gehen auf Reton los. Weil ich ein Freund von denen bin. Yeah, Prügelei! Okay, lassen wir das. Ja gut, also die Folteraxt sieht lustiger aus. Ist aber genauso gut wie der Ork schlechter. Also brauchen wir die nicht kaufen. So, und dann haben wir hier Kerolots Lederbeutel. Den nehmen wir gleich mal mit und gehen zu Kerolot. Und dann hoffen wir einfach mal, dass in diesem Kampf jetzt Reton gewinnen wird. Denn wenn wenn Reton nicht gewinnt, dann können wir bei ihm nicht mehr einkaufen. Und Kerolot, bei dem ist es scheißegal, wenn der verliert. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Das ist doch alles nur Gerede. Moment. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Na gut. Hier hast du ein paar Münzen. Und jetzt erzähl. Wer ist das gewesen? Er lag drüben bei der Schmiede. Wo? Bei der Schmiede? Das ist doch sicher einem Drachenjäger aus der Tasche gefallen. Erzähl mir doch nichts. Weiß ich doch nicht. Willst du mich verarschen? Du bist es doch gewesen. Gib's zu. Hä? Du kannst mich mal. Ich werde dich lehren, anständige Leute zu beklauen. Hackt's dir eigentlich? Ich wusste gar nicht, dass es geht. Komm doch her. Aufhören. Oh shit. Ah! Was traut sich jetzt der Waffenknecht hier? Hackt's dir eigentlich? Verpiss dich. Dämlicher Drachenjäger. Ah, Waffenknecht. Ach, was auch immer du bist. Geht da einfach auf mich los, weißt du? So ein Depp kann man nur so blöd sein und in so einen Kampf reinkommen und dann mit einem Schlag K.O. gehen. So, du bist jetzt gleich down, Kerolot. Down, 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 down. Der sollte mal unten bleiben. Shit. So, jetzt vielleicht. Okay. Ich wollte noch den Drachen, den Waffenknecht ausnehmen, aber irgendwie. Ja, war ein schlechtes Timing. Ich muss, glaube ich, einfach zuerst. Hey, ist doch scheiße, ey. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Moment. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? mit der Waffe in der Hand. Hier hast du ein paar Münzen. Und jetzt erzähl. Wer ist das gewesen? Weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht.
Willst du mich verarschen? Du bist es doch gewesen, gib's zu. Du kannst mich mal. Ich werde dich lehren, anständige Leute zu beklauen. Ich glaube, du spinnst, Kerolat. Aufhören, sofort. Wieso traut sich eigentlich der Waffen... Ah, toll. Na toll. Oh. Die versinken. Ja, das ist jetzt nicht so ganz nach Plan hier. Ich glaube, ich lasse ihn einfach auf Reton losgehen. Ist doch scheißegal, ey. Sonst habe ich viel zu viel Stress mit den ganzen Gegnern und so. Also komm, ihr macht das jetzt. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Zum dritten Mal sage ich das jetzt. Oh, welcher Mistkerl war das? Moment. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Na gut. Hier hast du ein paar Münzen. Und jetzt erzähl. Wer ist das gewesen? Ja, wir machen einfach das. Ich habe einen der Drachenjäger in Verdacht. Hab ich doch gewusst. Euch hätte man gar nicht in die Burg lassen dürfen. So, es gibt Krieg. Kirillus sofort. Ich weiß, wer es war. So, dann speichern wir an der Stelle und hoffen jetzt einfach mal, dass Reton gewinnt. Reton tanzt noch ein bisschen. Ich bin so... Hä? Nicht der! Jetzt! Spinnst du eigentlich? Der hat sich sonst immer mit Reton geprügelt. Na egal, Jan macht ihn auch fertig, glaube ich. Upsa! Upsa! Ups! Upsa, wie ist das denn passiert? Ich muss die Waffe mitnehmen, so. Du armes Würstchen, hast ja nicht mal Gold dabei. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Du bist verletzt, mein Freund. Warte mal. Warte mal. Ja, war weiter. Eine Riesenschnapsidee, hierher zu kommen. Ich dachte, hier gibt's was zu holen. Aber hier ist nichts außer ein paar eingebildeten Paladinen und Orks. So, wir reden gleich mit ihm weiter, aber ich will wissen, was Kerolot dazu sagt, dass ich ihm jetzt eine Rübe über die Rübe geschlagen habe. Hey, hättest dich mal mit Reton angelegt, nicht mit Jan. Entspann dich wieder. Du hast ja deinen Geldbeutel wieder. Reiz mich nicht, Bursche. Zieh Leine. Entschuldigung. Okay, wo haben wir es eigentlich? 16:54. Ich will heute schon noch einen Drachen erledigen eigentlich. Aber wir müssen noch einiges tun hier. Zum Beispiel Geld klauen.